Und damit herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Wir nehmen uns heute die Mission hier vor. Ich habe kurz überlegt, ob wir erst das Gebiet fertig machen, aber ich will endlich mal wieder eine Mission machen. Wir haben ewig keine Nebenquest mehr gemacht, glaube ich. Wieso nehme ich nicht die Schnellreise? Ich nehme selbstverständlich die Schnellreise, so. Hier hinten ist natürlich nichts in der Nähe, egal. Schauen wir mal, was da auf uns wartet. Bin ja mal gespannt. Ich denke mal, in einem der nächsten Parts werden wir auch mal wieder mit einer Hauptquest weitermachen. Heute 200. Part wäre natürlich auch passend gewesen, mit einer Hauptquest weiterzumachen, aber... Nun. Ich möchte gerne das Spiel noch ein bisschen vorantreiben, bevor wir Hauptmissionen machen. Also das heißt, das Spiel vorantreiben, Nebenmissionen vorantreiben und sowas. Also Welterkundung ein bisschen vollenden. Junge, was ist das denn für ein Weg, ey? Die Brüllbude geht mir richtig auf Eier übrigens. Also schön breite Reifen, ja. Muss auch ein bisschen Bums drin stecken, um mit den Reifen überhaupt irgendwo hinzukommen. Das sind ja schon fast Cup-Reifen. Also so Rennwagenreifen von der Breite her. Das sind bestimmt 400er Reifen, schätze ich mal. Also schon maßlos überdimensioniert, denke ich. Dafür aber gar nicht so viel Tiefbett, finde ich. Sie sind einfach sehr nach innen geneigt. Also scheinbar sehr lange Axtträger. Oder sehr tiefer. Ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Also diejenigen, die sich... die jetzt nicht komplett keine Ahnung von Fahrzeugen und Technik haben. Also die Achse muss ja richtig kurz sein. Wo steht der Stoß denn von so einem Auto? Würde ich gerne mal auseinandernehmen. Weil kann eigentlich nicht funktionieren. Die Karre kann ja gar keinen richtigen Stoßdämpfer haben. Zumindest keinen klassischen. Wahrscheinlich ein Pushrod-System oder sowas. Ich meine, wo willst du bei der Bauhöhe noch einen Dämpfer hin tun? Ich dachte gerade kurz, das wäre bei unserem Freund, aber nein, das ist nicht. Neues Gebiet, Jackson Plains. Zen-Meister, den kennen wir doch. Meetings along the edge. Weißt du, so langsam gewöhne ich mich an unsere Treffen. Ich weiß, du hast viele Fragen. Eine beantworte ich dir. Was genau bringst du mir bei? Wer bist du? Warum verschwindest du dauernd? Weißt du, was mit mir passiert? Ja, ne, also... Was genau bringst du mir bei? Ich bereite dich darauf vor, die richtige Entscheidung zu treffen, wenn es soweit ist. Welche Entscheidung? Wann? Ah, stimmt. Nur eine Frage. Bist du bereit für die letzte Meditationstechnik? Die letzte? Richtig. Du bestimmst, was sie dich kostet. Ich hoffe, das reicht. Ich werde dich durch die Meditation leiten. Das ist eine Meditation des Elements Luft. Wir sind in den Bergen auf dem Weg zum Gipfel. Wir zwängen uns durch zwei Felsen hindurch. Auf dem ersten Felsen sitzt ein Adler. Der Geist der Luft durchdringt jede Zelle dieses Adlers. Geist der Luft, urtümlicher Wind, ich entsende dir meine Grüße. Du und ich, wir sind gleichen Blutes. Du wohnst in mir und ich wohne in dir. Ohne dich gäbe es kein Leben. Du machst unsere Existenz erst möglich. Oh, großer Geist der Luft, bitte reinige meinen Körper und meine Seele vom Schmerz, Krankheit und negative Energie anderer Menschen und Dimensionen.
Verleih mir die Kraft des Lebens. Verleih mir Gesundheit, Wissen, Stärke, Freude, Glück und bleibenden inneren Frieden. Ich bin ein Adler. Der Wind hebt meine Schwingen, streichelt meine Federn, umgibt jede Faser meines Körpers, füllt jedes Atom und Molekül. Der Wind reinigt den Körper, die Seele und den Energiekörper. Im Kreise schwingen wir aufwärts. Wir fühlen uns leicht, rein und glücklich. Unser Körper ist voller Freude, Friede und Harmonie. Wir danken dir, Geist der Luft, mit Geist, Körper und Seele. Und weg. Wenigstens hat er was dagelassen. Wollte gerade sagen. Jonathan, sag doch mal was. Inhalt, Alter. Scheiße. Ich fühle mich hundeelend. Warum? Ach Mann! Wovon zum Teufel redest du? Scheiße. Oh, hat mir gezeigt, wie man meditiert. War irgendwie seltsam. Nicht mein Ding. Geh doch mal zu dieser Misty, wenn's dich so beschäftigt. Na, gute Idee. Okay. Mission abgeschlossen, ja offensichtlich ja nicht. Altar. Dann hat er noch zwei Sachen dagelassen. Das lesen wir erstmal. Beelzebubs Erzählung für seine Enkel. Vor unserer Ankunft dort waren viele der damals in Babylon existierenden Wesen ob dieser Frage verrückt geworden. Und viele andere waren schon auf dem besten Wege dazu. Diese brennende Tagesfrage, was auch immer das sein soll, war, dass sowohl die Jammergelehrten als auch die gewöhnlichen Wesen der Stadt unbedingt erfahren wollten, ob sie eine Seele hätten. Über diese Frage gab es in Babylon alle möglichen fantastischen Theorien und immer neue wurden noch dazu gebaut und jene, wie man dort sagt, verfängliche Theorie fand natürlich ihre Anhänger. Obgleich es damals eine Unmenge dieser verschiedenen Theorien gab, so beruhen sie doch alle nur auf zwei ganz entgegengesetzten Prinzipien. Eine von ihnen wurde die atheistische genannt und die andere die idealistische oder dualistische. Alle dualistischen Theorien hielten an der Existenz der Seele fest und natürlich an ihrer Unsterblichkeit und auch an allen möglichen Arten von Umwandlung der Seele nach dem Tod des Menschenwesens. Und alle atheistischen Theorien behaupteten gerade das Gegenteil. Kurzum, mein Junge, bei unserer Ankunft in der Stadt Babylon fand dort gerade der sogenannte Turmbau von Babel statt. War es nicht der Turmbau zu Babel? Kann mich auch täuschen. Die Lehren des Tempels, Auszug 1. Nur noch mal halbe Buch, ey. Die anerkannte Wahrheit, dass Traum und Tod Zwillingsschwestern sind, wohlwollend, heilend und wiederbelebend, bahnt sich allmählich ihren Weg durch die wissenschaftliche und religiöse Welt, basierend auf dem betrunkenen Glauben und dem Vertrauen in die Grundfeste des Lebens, die allen Phänomenen zugrunde liegen. Und tilgt für alle Ewigkeit den großen Moloch der Angst, den alle Menschen nur zu gut kennen, bereit, jedes Kind der Hoffnung zu verschlingen, das aus der Freude am Leben gezeugt und geboren wurde. Bruder, kannst du das nächste Mal nicht noch ein bisschen länger machen? Das ist mir zu kurz. Im Traumland sind Zeit und Raum wegen der schnellen Wirkung der Energie des Geistes nichts existent, wenn sie von Fesseln der Materie befreit werden. Und das Leben im Traumzustand ist ein Vorgeschmack darauf, was das Leben sein könnte, wenn erst die grobe Materie, die den embryonalen Gottmenschen jetzt in Knechtschaft hält, verfeinert wird.
Und die Energie, die jetzt allen Widrigkeiten trotzen muss, die der Mensch durch unnatürliche, unkluge Methoden und Praktiken in unzähligen Inkarnationen unwissentlich aufgeworfen hat, wird dann vom höheren oder spirituellen Willen des Menschen geleitet und kontrolliert werden, um einen vollkommenen Körper zu schaffen, der denen gegenwärtiger menschlicher Rassen so deutlich überlegen ist, wie der letzte denen der tierischen Schöpfung überlegen sind. Junge, Alter, go kiss yourself, Alter. Krebs, ey. Kein Mensch lesen, wo steht mein scheiß Auto? Ich parke hier extra schön in der Nähe. Fick dich. Ich parke hier extra schön in der Nähe. Junge, Alter. So, kurze Realitätsüberprüfung. Kann ich mit Misty darüber schnacken? Sehe ich nicht. Oder war Misty hier oben? Ich bringe das mal durcheinander. Misty ist bei einem Ripper Dog. Das da dürfte Misty sein. Ja, das dürfte Misty sein. Gut, dann fahre ich einmal nach unten und schnack mal mit Misty darüber, was sie dazu sagt. Mach mal mein Mikrofon ein bisschen anders hin, denn ich habe mich gerade ein bisschen konzentrieren müssen beim Lesen, wenn man vielleicht gemerkt hat. Ich bin jetzt nicht so der allerbeste Vorleser, muss man ja einfach mal sagen, aber alter Schwede, da sind auch teilweise wirklich Brocken bei, die zu lesen leicht überfordernd sein können. Ah, hier ist unser Mate. Wir haben übrigens eine Fixerin noch komplett offen. Und eine, für die wir Aufträge machen, wo wir nicht mal... Hast du mich gerade angehatet? Bitte wiederholen Sie dies. Bitte was? Ich kann sie nicht boxen. Wir haben das nicht gesehen. Ich kann sie nicht boxen. Ich wollte sie umboxen. Oh, so kapliert. Dahin möchte ich bitte. Wobei das ein bisschen besser ist als bei Witcher. Da hat man zwischendurch durch Klicken einfach versehentlich eine Schnellreise gemacht. Hier muss man wenigstens gedrückt halten, aber trotzdem mega nervig. Statt dass man mit Rechtsklick zieht oder so. Ach, keine Ahnung. Egal. Mifty. Servus? Ich bin ganz Ohr. Während meiner Diagnose bin ich auf eine Datei mit Metadaten meines Besitzers gestoßen. Name: Regina Jones. Nutzer, bitte bring mich zu meinem wahren Besitzer. Danke im Voraus. Regina? Okay, ich bring dich zu Regina. Du bist mein Lieblingsnutzer. Chum, ich bin der einzige Nutzer, den du kennst. Dein Speicher wurde gelöscht. Schon gewusst. Es besteht eine 92%ige Chance, dass Regina Jones dich entlohnt. Ich würde es auf eine 100%ige setzen. Wir kennen Regina ja. Machine Gun. Hallo Misty. Wie geht's, Misty? Alles in Ordnung? Geht schon. Ist nicht leicht, mein Leben wieder auf die Reihe zu kriegen. Ohne ihn. Und du? Ich meine, ihr? Es ist seltsam, aber wir fangen langsam an, uns zu verstehen. Das dachte ich mir. Du machst es einem leicht, mit dir auszukommen, wie? Wie läuft es mit Mama Wells? Ziemlich gut. Vielleicht so gut. Warum das? Nach dem Abschied von Jackie hat sie mich zu sich eingeladen. Wir haben etwas geredet. Und jetzt ruft sie fast jeden Tag an. Fragt, wie es mir geht, erzählt mir von sich, Jackie... Allem. Und das manchmal stundenlang. Neulich hat sie mir einen Braten geschickt. Ist das zu fassen? Weil ich zu dünn bin und sie weiß, ich esse kein Fleisch. Wie? Ich fürchte, sie versucht, mich irgendwie zu adoptieren. Wo ist das Problem? Ich wünschte, für mich würde jemand kochen. Ich habe das Gefühl, Miss Wells will nur nicht über den Tod ihres Sohnes nachdenken.
und nutzt dich als Ersatztochter. Ganz genau. Schon mal einem Typen begegnet, der sich Zen-Meister nennt? Nein, aber ich habe von ihm gehört. Wollte er dir Meditations-BDs andrehen? Mhm, dann ist er verschwunden. War nur noch seine Kleidung da. Und das beunruhigt dich? Er hat so gesprochen, als wüsste er von Johnny. Er hat nichts Konkretes gesagt, aber... Vielleicht hast du seine Lehren etwas zu ernst genommen. Ja, vielleicht. Wie dem auch sei, wenn du ihn noch mal siehst, schick ihn zu mir. Willst du auch meditieren? Nein, ich will ihm die Karten legen. Jackie hat dir diese Karten gegeben, oder? Er hatte mich gebeten, ihm beim Aussuchen zu helfen. Mhm. Er hat die richtige Wahl getroffen. Ich spüre eine Verbindung zu diesem Satz. Wir könnten dir deine legen, wenn du willst. Klar, warum eigentlich nicht? Denk an kürzliche Ereignisse und die Zukunft, die du... Das Rad des Schicksals. Umgekehrt. Du wirst Rückschläge erleiden, Folgen von falschen Entscheidungen. Natürlich. Gerechtigkeit umgekehrt. Vorsicht mit denen, die du triffst. Nicht alle verdienen dein Vertrauen. Die Hohepriesterin. Such keine einfachen Antworten. Hör auf deine Intuition, dein Unterbewusstsein und deine Träume. Der Mond. In seinem Licht wird erkennbar, was einst weit weg und schwer zu fassen war. Ja, danke. Hey, tschüss, Misty. Okay, wir müssen nicht jetzt reden. Tschüss. Junge, seltsam. Gut. Ich würde sagen, ich mache noch einen Polizeiauftrag. Und zwar nicht in dem Gebiet, was wir fast fertig haben, weil da habe ich nur noch zwei. Hallo. Danke. Naja, also nicht... Oh, so kapliert. Nicht hier, weil das haben wir fast fertig. Aber ich sehe gerade... Ich sehe ihn natürlich nicht, wenn ich da bin. Naja, hier haben wir nur noch drei. Das Gebiet haben wir fast fertig. Also sowohl das als auch das. Ich sehe jetzt gerade, dass es zwei unterschiedliche sind. Klar, wusste ich. Nicht. Ich würde sagen, wir machen noch das hier. Also den... Na, warte mal, doch... Den hier, der ist schön, schöner. Ab zum Solarkraftwerk. So. Zack. Und dann dahin. Und dann machen wir den noch 2 Minuten hoffentlich fertig. Und dann ist auch Feierabend für heute. Meine Güte, ey. Wenn das gut läuft, nehme ich heute noch ein bisschen mehr auf. Ich habe nämlich ein bisschen früher Feierabend gemacht. Und ein bisschen mehr Zeit heute. Muss aber auch noch ein paar Sachen hier machen. Bisschen umbauen, bisschen streichen. Schauen wir mal. Sollte aber. Da bin ich aber hinterhergeportet. Sind das eigentlich Recaro-Stühle? Sieht mir irgendwie richtig nach Recaro aus. Egal, wir schauen erstmal. Wer seid ihr denn überhaupt? Meine Fresse, so. Veteranenwachen, keine Zugehörigkeit. Okay, den hätte ich mir auf jeden Fall gerne so geschnappt. Okay, den einzigen, den ich jetzt nicht markiert habe, ist der dahinter. So, zack. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ich
wollte eigentlich meine Shotgun ziehen, bin ich ehrlich. Ich kann nicht zuschlagen mit meiner Standard-Zuschlagen-Taste. Der sieht nicht mehr so gesund aus. Aber der hat doch auch eine Waffe. Wo sind die hin? Assi. Waffe einfach weg. Penner. Junge Dame. Sie sind mir deutlich zu lebendig. Wo ist denn ihre Waffe hin? Auch weg. Hä? Was soll denn das? So. So. Checken wir doch mal kurz, was hier los war. Fertig jetzt, später Techie. Und? Ja, los, komm. Ich hab nicht drauf geachtet, wie viel Geld das war. Leider. Nachricht, später. Treffen uns in der Brass Street. Ich habe eine alte Kraftstoffleitung, die funktionieren sollte. Ich zeig dir, wie man sie benutzt. Guter Junge. Vergiss die Ads nicht und versuch keine Aufmerksamkeit zu erregen. Ja, ja. Bin gleich da. Okay, keine Ahnung, was hier passiert sein soll. Auf jeden Fall ist es schon mal nicht gut gelaufen für irgendwen. Also im Endeffekt ist es für beide aber nicht gut gelaufen. Sniper-Munition, nice. Gut. Ich würde aber sagen, das reicht doch schon für den heutigen Part. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein und tschüss!